Hallo und willkommen zu Teil 5 meiner Vlog-Serie zu unserer Norwegen-Reise mit der AIDA Nova aus dem August 2022. Ich hatte euch ja im letzten Vlog erzählt, dass leider ein Hafen, also ein Landtag, aufgrund zu starken Windes ausfallen musste und unsere Stimmung dadurch ein bisschen getrübt wurde. Umso mehr haben wir einfach gehofft auf einen tollen, wunderschönen und etwas entschädigenden Tag in Stavanger. Wir sind aufgrund dessen, dass wir eben ein bisschen umplanen mussten, 4 Stunden früher in Stavanger angekommen, also haben 4 Stunden früher angelegt. Wir sollten eigentlich ursprünglich um 12 Uhr mittags erst da sein. Jetzt waren wir aber schon um 8 dort, beziehungsweise konnten um 8, beziehungsweise kurz nach 8 das Schiff verlassen. Und wir haben uns am Abend vorher schon verabredet, dass wir auch wirklich sehr, sehr pünktlich von Bord gehen, die Touri-Info aufsuchen wollten und uns eine Bootsfahrt in den Lysefjord buchen wollten. Denn wir konnten ja aufgrund dessen, dass wir erst so spät gebucht hatten, keine Ausflüge über die AIDA direkt mehr buchen. Deswegen mussten wir selber los und ich wusste nicht, ist es vielleicht alles schon ausgebucht? Haben wir einfach Pech und sehen überhaupt nichts mehr von der tollen Natur in Norwegen, sondern müssen im Hafen quasi bleiben? Aber nein, es war gar kein Problem, dort Tickets für die Bootsfahrt zu bekommen. Es waren auch 3 verschiedene Bootstouren, die in Frage gekommen wären. Und wir haben uns für die Bootstour über 3 Stunden entschieden, die ab 12 Uhr dann losgehen sollte mit einem Elektroboot und dafür haben wir eben die Tickets gebucht und sind dann erstmal wieder zurückgegangen aufs Schiff, haben dann ganz gemütlich gefrühstückt mit einer Vorfreude und einem einfach tollen Gefühl jetzt, dass es eben losgehen konnte, haben uns dann fertig gemacht und sind erstmal ein bisschen im Hafen bzw. rund um den Hafen spazieren gegangen. Stavanger ist eine der größten norwegischen Städte, aber natürlich konnten wir nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil sehen. Aber um den Hafen herum war es richtig schön. Also es gab da viele kleine Läden und Cafés und die Gassen, die Fußgängerzonen, die waren so hübsch geschmückt mit verschiedenen Wimpeln und allen möglichen Dekoartikeln. Also das sah wirklich richtig toll aus. Wir sind dann, wie gesagt, so ein bisschen da durchgebummelt. Es gab auch noch einen kleinen Markt mit ganz vielen verschiedenen Souvenirs und wir haben uns dann um 11:30 zum Boot begeben. Das war dann auch schon kurz nach 11:30 betrittsbereit sozusagen. Und die Schlange war schon sehr lang, also das Boot war auf jeden Fall ausgebucht. Und wir hatten tatsächlich auch an diesem Tag verdammtes Glück mit dem Wetter. Also wie bei unseren letzten beiden Landtagen auch. Es war deutlich schlechter angesagt, als es letztendlich war. Und wir hatten wirklich Glück, dass wir eben schon diese frühere Bootstour nehmen konnten, weil zum Beispiel die über die AIDA gebucht hatten, haben natürlich noch nicht um 12 Uhr die Tour buchen können, weil wir da ja eigentlich erst angelegt hätten. Und die haben eben erst, glaube ich, um 15 Uhr ihre Tour gehabt. Und um 15 Uhr hat es so stark geregnet. Also man hat sich dann so abends auf dem Schiff nochmal umgehört. Man kriegt ja immer so Gesprächsfetzen mit von anderen Urlaubern und die waren wirklich so, so enttäuscht von ihrer Bootstour. Und da hat es doch der Wettergott nochmal gut mit uns gemeint. Wir hatten auf unserer Tour strahlenden Sonnenschein. Wir konnten die ganze Zeit auch draußen sitzen. Es war zwar sehr windig, aber das war kein Problem. Darauf waren wir eingestellt. Und es war eine so tolle Tour. Also die 3 Stunden sind wirklich vergangen wie im Flug. Wir sind ungefähr 2 Stunden in den Lysefjord reingefahren, haben so tolle Natur gesehen. Also es war wirklich der Wahnsinn. Wir haben verschiedene Punkte angefahren, zum Beispiel einen großen Felsspalt, der früher als Versteck gedient hat. Wir sind da auch richtig nah rangefahren mit dem Boot. Wir kamen auch an einem Norwegens berühmtester Sehenswürdigkeit, glaube ich, vorbei, und zwar dem Preikestolen. Das ist ein Felsvorsprung, der ganz flach ist, also es sieht ganz irre aus und da kann man eben auch hinwandern. Das wäre auch eine Tour gewesen, die man hätte buchen können, die wir auch theoretisch noch nachträglich hätten buchen können an dem Morgen, aber
Wir haben uns dann für die Bootstour doch entschieden. Aber ich wäre da tatsächlich auch ganz gerne hingewandert, obwohl ich sehr große Höhenangst habe. Aber das soll wirklich eine wahnsinnige Aussicht von dort oben sein. Wie gesagt, wir haben den Preikestolen von unten gesehen und konnten tatsächlich auch ein paar ganz mutige Menschen in der Ferne erkennen, die dann eben da oben drauf standen. Also es war wirklich sehr, sehr toll. Ja, dann sind wir auch noch an einen Wasserfall gefahren, auch ganz dicht dran. Das war sehr cool. Wir haben auch noch ein paar Ziegen gesehen, die dann von unserem Bootsführer auch noch gefüttert wurden. Also das war auch noch so ein Anlaufpunkt. Auch ganz witzig, hätte man auch irgendwie gar nicht erwartet, jetzt so zwischen den ganzen Felsen. Genau, und dann sind wir eben wieder umgedreht. Und die Rückfahrt war dann eben ein bisschen schneller als die Hintour. Und ja, es war wirklich atemberaubend schön. Also es hat nicht ganz entschädigt für den ausgefallenen Tag in Olden, aber auf jeden Fall haben wir da noch mal was von der Norwegen-Natur gesehen, wie wir es uns gewünscht hatten. Und ich kann diese Bootstour jedem empfehlen, der mal in Stavanger ist. Nach der Bootstour sind wir dann zurück aufs Schiff, weil es da eben kräftig angefangen hatte zu regnen, wie gesagt. Und wir haben dann eben den restlichen Nachmittag und Abend auf dem Schiff verbracht. Wir haben das Mittagessen nachgeholt, noch ein bisschen auf dem Balkon gesessen und haben dann natürlich wieder das Auslaufen live mitbeobachtet. Und das war diesmal ein bisschen besonders, denn im Hafen von Stavanger darf das Schiff diese ganz bekannte AIDA-Musik, also Enyas, ich weiß nicht, Sail Away, es heißt anders, noch nicht spielen, sondern erst, wenn man aus dem Hafen raus ist. Und wir hatten eine Gruppe Jugendlicher schräg über uns auf dem Balkon stehen und die haben dann einfach das Singen selbst übernommen. Das war ganz witzig zu beobachten und die hatten auch praktischerweise sich irgendwie irgendwoher Toastbrot organisiert und die Möwen damit angelockt. Also wurden wir von einer sehr großen Schar Möwen beim Auslaufen begleitet. War auf jeden Fall cool für Fotos, aber ja, das Schiffsdeck sah dann danach auch etwas gesprenkelt aus, möchte ich mal sagen. Aber wir haben es mit Humor genommen, also war auf jeden Fall lustig, dass die Möwen quasi neben uns hergeflogen sind. Genau, dann sind wir nach dem Auslaufen Abendessen gegangen. Das war einfach an dem Tag alles ein bisschen später, aber kein Problem. Die Buffet-Restaurants haben, glaube ich, bis 21 Uhr geöffnet, also da hatte man jetzt keinen Stress. Dann haben wir noch draußen ein paar Fotos vom Sonnenuntergang gemacht. Der sah an dem Tag auch wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Haben dann den Abend noch ausklingen lassen mit ein, zwei Cocktails in der Bar. Wir saßen diesmal in der Tokyo Bar. Das ist so ein bisschen ja, japanisch eben angehaucht. Ganz, ganz hübsch auch für Fotos, so ein schöner Spot. Und ja, das war unser Tag in Stavanger. Und was wir am letzten Seetag und beim Auschecken so erlebt haben, das erzähle ich euch dann nochmal im nächsten Teil. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut!